Guten Morgen, ihr Lieben. Was hast denn du schon vom Zähneputzen? Boah, der hat dich gleich besucht beim Zähneputzen? Der war im Waschbecken. Cool, okay. Ja, ihr Lieben, wie ihr seht, sind wir schon startklar und unser Trip geht weiter Richtung Teff. Jetzt geht's ein bisschen ins Gebirge und neugierig, dann kommt mit. Bis später. Wir checken hier noch schnell aus und dann geht's los. Habe ich jetzt hier mal kurz anhalten müssen, weil, wow, es ist schön. Wunderschön ist es hier. Ich switch mal. Ein wirklich schönes Tal, aber es ist auch sehr anstrengend hier reinzufahren, die engen Straßen. Mal eine kleine Mittagspause. Mhm. Wir werden nachher noch zum Wasserfall laufen, der ist hier 2 Kilometer entfernt. Aber jetzt machen wir erstmal schön gemütlich. War sehr gute Straße hierher. Ja? Darf ich euch die schöne Gegend präsentieren? Wir gehen jetzt zum Guna-Wasserfall. So ähnlich, glaube ich, aber egal. Ja, genau, wie die Marisol genau richtig sagt. Marisol, geh mal auf die Seite, bitte, Auto. Hier muss man echt ein bisschen aufpassen. Die fahren wie im Wilden Westen, das habe ich schon mehrmals erwähnt, aber macht nichts. Man gewöhnt sich schon dran. Ja, wie soll ich das sagen, die albanischen Berge. Das hier ist wunderschön hier. Und wir nehmen euch weiterhin mit durch Albanien und jetzt gibt es mal einen Wasserfall, der ist von unserem Standort gar nicht so weit entfernt, 2,5 Kilometer ungefähr. Es ist auch brütend heiß, aber was soll's. Stopp, Auszeit, kennt keine Limits. Wildes und schönes Albanien. Ja, die Marisol braucht schon eine Pause. Ist schon so anstrengend? Komm, chill, Maus. Weiter geht's. Wie wir hier rüber gehen? Okay. Also, wir laufen hier entlang. So, so, gar nicht schlimm. Auf die Steine. Und jetzt du. Du wirst nicht sterben. Komm mal, auf dem Rückweg gehen wir da auch baden. Guck, da sind Leute, die baden. Da gehen wir natürlich auch hin. Okay? Heute ist sehr warm.
gefühlt in der Sonne 40 Grad. Es hat hier 30, 35 Grad. Oh, danke. Oh, die Marisol hat eben echt. Deine Sprühflasche gefällt mir unglaublich. Richtig coole Aktion. Ja, jetzt haben wir Gott sei Dank eine kleine Möglichkeit, hier im Schatten zu laufen. Wir haben nur noch 800 Meter bis zum Wasserfall. Und da freuen wir uns, wenn man da vielleicht reinspringen kann. Wir lassen uns überraschen. Ja, um zum Wasserfall zu gelangen, geht es doch ganz schön berghoch. Wir haben den Gunas Wasserfall erreicht. Yeah. War ganz schön anstrengend nach oben, Marisa? Ja. Bleib noch kurz da, bitte. Ja, Regenschauer plötzlich aus heiterem Himmel. Upp, wie es normal sein kann hier in den Bergen. Ja, wir stecken jetzt gerade im Wald fest. Es macht ab wie ab. Jetzt haben wir unter Bäumen Schutz gesucht. Ich zwitsch gerade mal um, da könnt ihr das ein bisschen. Ja, man sieht das nicht so, aber das ist wirklich ein Megaschauer. Und klar, ein bisschen donnert ist vielleicht nicht ideal im Wald, aber wir spekulieren, dass es gleich aufhört. Wir melden uns mit dem nächsten Statusbericht. So, jetzt ist ein bisschen besser. Ihr hört, es donnert noch. Kompletter Schauer. Alles ist nass. Jetzt haben wir echt doch noch ein bisschen laufen müssen, weil die Wege kamen schon ein bisschen Wasser runter. Und man muss einfach ein bisschen aufpassen. Wir waren nicht in Gefahr. Wir haben einmal über eine Wasserstelle drüber müssen. Haben jetzt zu zweit gut gemeistert. Also ihr müsst euch in Deutschland keine Sorgen machen. Wir sind wirklich auf die Socken nass, aber alles gut. Und es war jetzt mal hier in den Bergen ein brutaler Schauer, so dass die Wege schon das Wasser runterfließt. Ich konnte es noch nicht filmen, sonst ist alles futsch. Es ging einfach nur erstmal um uns selber und das kann jeder verstehen. Die Dusche war hervorragend. Hier, die sind voll nett hier in dem Gasthaus. Wir haben jetzt einfach, sie hat uns jetzt gefragt, ob wir Abend essen wollen, Fisch oder Fleisch. Wir haben gesagt, Fleisch. Sie sagt, wir sollen nachher kommen. Wir lassen uns jetzt überraschen, was es gibt. Völlig egal, gell? Auch wenn es nicht vielleicht so schmeckt wie zu Hause, probieren. Das wird schon lecker sein, oder? Aufgeregt? Kalt. Ja, voll easy hier alles. Ist voll gechillt. Wir durften jetzt hier voll im Gästehaus einfach duschen. Ich habe eigentlich mit überhaupt keiner Dusche gerechnet hier und das war hier, ist echt mega locker, ist Albanien. Also die sind so gastfreundlich, auch wenn sie uns nicht so richtig verstehen. Ich probiere es auch mit Google Übersetzer und mit Händen und Füßen. Aber viele sprechen ja wirklich Englisch. Cool. Ja klar, sind ja nicht doof, nur weil es Albaner sind. Nee, kommt in das Land, das ist völlig noch ist es, viele Stellen sind unberührt, aber ich glaube in 5, 6 Jahren oder 10 Jahren ist hier vorbei, das Massentourismus. Wenn ihr jetzt noch die unberührte
albanische Welt haben wollt, müsst ihr euch noch beeilen. Ich glaube, wir sind auch schon relativ spät, weil wir haben schon an. Appetit, lass es dir schmecken. Und wenn wir schon dabei sind, dann zeige ich euch mal was Intimes. Ja, so ist unsere Schlafgelegenheit. Okay, wer kommt denn da alles geflogen? Jetzt kommen die ganzen Begleiter von der Marisol reingeflogen. Okay, ich schlafe auf dem Dach heute Nacht, wie immer. Das ist so unser Geheimnis. Nein. Normalerweise tun wir immer so, jetzt mit Papa hier, aber heute nicht. Eigentlich war es seit heute nie. Tschüss, Papa. Ciao, tschüss. Du kannst dann hier das Handtuch haben. Okay, gib's mir. Tschüss. Mhm. Wegschwieg morgen früh, ich leg mal irgendwo am Bach. Ciao. So sieht das jetzt gerichtet aus. Falls es mir hier zu warm ist, habe ich hier natürlich eine andere Seite mit meinem Schlafanzug. Ich habe mir Papas Technik geklaut und komm, wir sagen ihm gute Nacht. Gute Nacht, Papi. Hab dich lieb. Bis morgen. Guten Morgen. Ja, wir sind noch in Tef in den Bergen und denen kamen gerade die Augen auf und nein, es ist hier nicht kalt, aber ihr werdet kaum glauben, in Skoda, Lake Skoda, war es über 40 Grad, da war es mega heiß. Wir haben hier 25, 26 Grad schon am Morgen. Und gefühlt ist es wie 15 Grad. Da! Ja, guck mal, Pferde und so. Auf der Straße. We lost our mind. Time took over you. I never knew what I was in for. We lost our mind. Time took over you. I never knew what I was in for. I'm over you, we've lost our minds.